Jo Leute, was geht? Willkommen zu einer weiteren Folge 1 vs 1. Und heute habe ich noch ein kleines Thema mit am Start. Aber das kommt erst im ersten Fade. Und zwar möchte ich jetzt noch was fragen, ob ihr jetzt wieder ein bisschen back seid und wieder ein paar Kommentare schreibt, weil das motiviert mich halt, diese Videos für euch zu machen. War in den letzten Wochen nett, so nice auf jeden Fall. Geht's jetzt auch in die erste Runde. Diesen Mattes GHG, ich glaube, den kenne ich irgendwo, ja. Naja, egal. Wir sehen uns in der ersten Runde mit dem Thema. So, und zwar habe ich nämlich Bock mit euch. Also jede Folge 1 vs 1 möchte ich gegen einen Abonnent battlen. Keine Ahnung, wie viele Runden und so weiter und so fort. Alter, wie scheiße ich bin. Wie scheiße. Ja, genau. Ich bin null eingespielt und ja. Gut, das ist aber keine Ausrede. Ich hoffe, den kriege ich irgendwie vielleicht. Ach du Scheiße. Boah, es hat gerade auch ein bisschen gelaggt. Naja, egal. Auf jeden Fall hätte ich da Bock drauf. Gegen euch. Schreibt mir einfach irgendwie euren Skype-Namen oder wie auch immer ihr mich kontaktieren wollt in die Kommentare. Und natürlich auch die da wo ich weiß, okay, die sind im Moment aktiv oder die kenne ich halt schon ein bisschen länger, die auch aktiv waren oder generell aktiv auf meinem Channel Kommentare schreiben und so. Die nehme ich natürlich auch als allererstes ran. Ja, klar! Oh, holy macaroni. Ah, ich glaube, ich trinke einen Drink. Okay. Na komm. Oh Gott. Naja, egal. Und zwar mein erstes Gegner. Mein erstes Gegner, Alter. Lan. Mein erster Gegner, den habe ich mir schon. Ich habe noch nicht mit dem drüber geredet. Aber. Ja, Low Ground macht einiges, mein Friend, ne? ja, ich habe noch nicht mit dem geschrieben. Aber ich hoffe, wenn er das Video sieht, also wenn du das Video siehst, Nikki Gaming, dann möchte ich eine kleine Revanche gegen dich machen. Weil er hat Suva 2 gewonnen, wir standen im Finale und so weiter. Und ich hoffe, du hast Zeit und dann bist du in der ersten Folge gut. Ja, in der Folge dabei. Und ja, für die anderen halt Kommentare schreiben, aktiv werden. Und ja. Naja, gut. Aber... Ich kann auch noch mal über was anderes reden und zwar, das habe ich jetzt eigentlich, bin ich jetzt eigentlich, ja. So. Okay. Und zwar geht's ja so bald los mit anderem Kram auf meinem Channel. So. Und ich glaube, es ist ein paar rumheulen werden. Ich habe nämlich Bock auf Zelda 2, aber das Spiel, das würde ich. Alter, wann ich das Let's Playen würde, das ist... Lol. Keine Ahnung, wann. Das ist, das wird auch noch ein bisschen dauern. So, wenn ich, sag ich mal... ich weiß nicht, bis wie viele Abonnenten, na egal. Auf jeden Fall, wenn es auch im Moment mehr Leute meine Videos gucken und ich mal sage, irgendwann eine Umfrage mache, wenn ich 1000 Abonnenten habe oder so, wenn ich die überhaupt erreiche, das denke ich mal nicht, aber man weiß ja nie, ne? Dann werde ich wahrscheinlich so eine Umfrage machen, ja, welches Spiel soll ich Let's Playen und das entscheidet ihr dann. Ich denke mal, ist das Spiel auch bei rauskommt, weil ich werde komplett ausrasten, wahrscheinlich jede fucking Folge. Es ist geht gar nicht klar, das Spiel ist unnormal fucking schwer, es ist fucking schwer, dieses Spiel. Es ist einfach der Teufel in Person, Satan, Alter. Oh, Jesus Christ, Junge, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf dich. Ist mir auch echt scheißegal, ob ich dich jetzt ficke oder ob du mich jetzt richtig hart in den Arsch bummst. Ist mir relativ latte, ganz ehrlich. Ist mir echt scheißegal. Komm. Okay, 3 Herzen hat er. Ja, gut. Wir sehen uns in... Da ist er schon wieder. Irgendwie kenne ich ihn. Irgendwoher kenne ich ihn. Mattes GHG. Egal. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Und für die Leute, die keinen Bock auf die Projekte für später haben... entweder ihr deabonniert mich dann halt. Ist eure Wahl. Alter, wie schnell ist der? Kommt mir das so vor? Ja, anscheinend. Oh Mann, warum habe ich den da hochgeschlagen, Alter? Naja, egal. Lol, was war das denn? Auf jeden Fall, für die, die keinen Bock haben, entweder deabonniert ihr mich. Was war das denn? Oder ihr guckt einfach mein... den Content nicht. Oder besser gesagt, ihr guckt einfach das, was euch gefällt. Das mache ich zum Beispiel bei GLP so.
Weil ich guck bei ihm eigentlich nur TTT und Minecraft ab und zu. Und Happy Wheels juckt mich gar kein bisschen. Null juckt mich das. Und dann gucke ich es halt nicht. Zum Beispiel, ich habe richtig Bock nach Super Smash Bros. Brawl. Oh, alles klar. Solo Battle. Neues. Auf Solo Battle hätte ich Bock auf. Ja, was habe ich Bock? Komm, das lassen wir einfach durch. Wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen dauern, aber ist egal. Ich hätte Bock auf. Ja, gut. Auf was hatte ich Bock? Ja, Zelda 2, aber das mache ich nicht. So. Ich will nicht eigentlich. Ich habe keinen Bock, jetzt gerade nochmal eingewiesen zu werden. Ich bin übrigens schon raus, keine Sorge. Ja, seht ihr ja. Worauf habe ich Bock? Ich hätte. Ja, genau. Ich und ein Kumpel. Wir haben geplant, Digga. Ich habe ganz früher, wo ich meinen Kanal gestartet habe, Mario Party 2 mit einem Kumpel gezockt, abgefilmt, ultra nice. Und das haben wir dann nochmal reloaded mit Aufnahmeprogramm und alles. Das habe ich sogar noch, alles auf privat, aber das würde ich irgendwann, glaube ich, wieder freischalten. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Und dann nochmal ein Reloaded, weil dieses Spiel, das kann ich 300 Mal let's playen. Weil das Spiel ist einfach, das ist einfach nice. Erstens, also um das Spiel geht es halt, es geht um in dem Spiel halt darum, Sterne zu kaufen und einfach die meisten Sterne am Ende von der angegebenen Rundenzahl. Oh, ich wollte, egal. Ja, die meisten Sterne zu haben. Es gibt natürlich Bonussterne sowie Minispielsterne, weil nach. Also es gibt vier. Alter Jesus Christ! Hat der gerade nur noch Backup? Egal. Auf jeden Fall vier Spieler. Zwei Computer, also kann man halt einstellen. In dem Fall halt zwei Computer und zwei menschliche Spieler. Und wenn jeder einmal dran war, dann kommt ein Minispiel. Und der am meisten Coins insgesamt danach, also nach den 20 Runden, sage ich mal, wer am meisten Coins in den Minispielen gesammelt hat, kriegt noch einen Bonusstern. Wer die meisten Münzen gesammelt hat und wer auch Fragezeichenfelder, das sind Aktionsfelder, da kann alles passieren. Da kann einfach alles passieren. Das ist so. Was war das denn? Ey, bin ich gay? Oh, Jesus! Okay, nice. Ja, darauf hätte ich Bock. Er hat auch ultra Bock, weil er der größte Lacker auf der Welt ist. Und ich habe in so Spielen einfach insgesamt einfach Saupech. Das ist einfach von Natur aus so. Ich hätte auch Bock auf eine Randomizer Nuzlocke Challenge. Also, ja, das werdet ihr sehen. Also ich bin im Moment dran, das hinzukriegen, einen Randomizer zu installieren und alles. Ist ein bisschen schwierig, ist ein bisschen kompliziert alles, aber geht eigentlich noch. Dürfte ich auch packen und dann würde ich sagen, mache ich einen Randomizer. Das ist, was das ist, könnt ihr mal googeln. Könnt ihr einfach googeln, wenn ihr Bock habt. Ich will eigentlich jetzt noch nicht so viel spoilern. Auf jeden Fall ist das jetzt der letzte Kampf, dann, ja. War es das auch mit dem Video, würde ich sagen. Ja, habe ich jetzt euch ein paar Infos gegeben, was jetzt so abgeht, denke ich mal. Ich weiß auch noch nicht, wann diese Veränderung kommt. Also, oh Gott. Die wird jetzt noch nicht direkt stattfinden, aber sag ich mal, wenn ihr wieder aktiver werdet, wird es schneller kommen. Wenn ihr wieder so ein bisschen aktiver, alter Junge. Ja, wenn ihr jetzt ein bisschen wieder. Wenn ihr jetzt wieder aktiver werdet und die Spiele interessiert, es sind einfach Retro-Spiele, ne? Und dass es einfach schade ist, dass eigentlich fast keinen interessiert. Und ich hoffe, es ist ein paar gucken wenigstens. Mal gucken. Ich hoffe aber, dass die meisten es gucken, weil wenn nicht, ja, dann tschüss. Natürlich werde ich auf jeden Fall noch Minecraft bringen, das ist so. Aber ich habe einfach so Bock auf diese Spiele und ich mache halt das auf meinem Channel, worauf ich Bock habe. Und wer das nicht akzeptiert, der soll sich bitte verpissen. Ah gut, das ist jetzt ein bisschen. Junge, der ist nicht schlecht. Der Typ, der geht ab. Du Lowground-Spacken. Ja. Gut. Gut, Leute, das war's. Ich würde sagen, schreibt auf jeden Fall jetzt euren Skype-Namen und alles in die Kommentare. Und dann wähle ich halt einen aus. Und dann könnt ihr in der nächsten Video das reinschreiben und alles und bla 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 bla. Licky Gaming.
falls du das Video siehst, meld dich und ich fick dich. Okay, wissen wir nicht, aber, ja. Gut, Leute, das war's mit dem Video. Bis zur nächsten Folge oder bis Challenge Time. Übrigens, wollte ich sagen, schreibt jetzt unter diesem Video Challenges, bitte. Für Challenge Time, damit die Serie auch weitergehen kann. Natürlich habe ich noch 2 Stück parat, die von mir sind, die komplett krank sind, aber dafür brauche ich wahrscheinlich 3-4 Tage und mal gucken. Also, das ist wirklich krass. Auf jeden Fall, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao!